Es sind Szenen wie fast aus der Kult-TV-Serie Breaking Bad. Jetzt wurden zwei Chemieprofessoren von der Polizei in Arkansas verhaftet, nachdem sie Meth, die Droge Meth, hergestellt haben und das sogar in den Labors der Schule. Das Ganze natürlich frappant, genau wie die berühmte TV-Serie Breaking Bad, wo ein Lehrer zum Drogenkönig aufsteigt durch die Herstellung von Meth. Im wirklichen Leben bei dieser Geschichte in Arkansas handelt es sich um die zwei Chemieprofessoren. Einer, ein Mann namens Terry Bateman, ein zweiter Professor namens Bradley Rowland. Die beiden sind erwischt worden, wie sie im Labor der Universität Chemikalien und Medikamente zusammengemischt haben, eben zu der Droge Meth, Methamphetamin, wie der genaue Begriff dieser gefährlichen Droge. Der Skandal ist aufgeflogen, nachdem ein ätzender Geruch entdeckt worden ist von Studenten und anderen Lehrern. Offensichtlich haben die zwei Breaking Bad Professoren hier über den Zaun geschlagen mit ihrem Mix und ihrer Mischerei von Chemikalien und Medikamenten. Offensichtlich ist der Geruch nach draußen gelangt und hat so dazu geführt, dass die Affäre aufgeflogen ist. Die beiden Männer wurden sofort verhaftet von der Polizei. Es droht ihnen jetzt eine mehrjährige Haftstrafe und es ist nicht zu erwarten, dass ihre Geschichte verfilmt wird, nachdem die TV-Vorlage Breaking Bad bereits existiert.